So, Kinders. Wir haben hier ein neues Spiel. Nennt sich Next Car Game. Ist mir vorher auf Steam aufgefallen. In Steam aufgefallen. Habe ich mir mal einen Trailer angeguckt und ein, zwei Gameplay-Videos, die schon im Internet kursieren. Sieht ziemlich cool aus. Ist bis jetzt noch Singleplayer, Early Alpha Access für 22 irgendwas. Multiplayer soll aber definitiv kommen. Und ist so ein... Ja, wie kann man sagen? So ein... Wie heißt das Wort? Ja, einfach so ein Spiel, das auf der... auf Spenden basiert quasi, auf Unterstützer. Auf der Homepage ist auch schon ersichtlich, dass das Spiel auf jeden Fall fertiggestellt wird, auch wenn der Geldstrom jetzt abreißen sollte. Aber wahrscheinlich, also laut Hersteller sind sie wohl schon so weit, dass sie auf jeden Fall die Alpha fertigstellen können. Ja, um was geht es in diesem Spiel? Ist ein Rennspiel, hat was von Crash Derby, also so diese Flatout-Reihe. Kann in der Arena gespielt werden oder auch auf der Rennstrecke. Ich habe vorher schon gesehen, es gibt ein hohes Schadensmodell, also ein sehr differenziertes Schadensmodell. Sieht ziemlich nice aus. Und schon einige Fahrzeuge und Strecken. Und jetzt gucke ich mal hier, was denn hier so abgeht. Jetzt können wir mal in die Settings. Ich glaube, ich drehe das alles mal ein bisschen komplett runter, sonst ist es noch zu laut. Controller, ja. Ich denke mal, das sind einfach die Standard hoch, runter, links, rechts Handbremse, kennt man ja, ne? Gear auf, das werde ich wahrscheinlich eher Automatik fahren, Kamera, ja. Also nicht wirklich schwer. Vibration kann man hier auf der Tastatur vergessen, aber wer ein Gamepad hat, kann sich das ja da einstellen. Dann Settings, ja. Das war es eigentlich schon an den Settings. Exit Game, Go to Forum, brauchen wir nicht. Garage, da bin ich jetzt gerade. Dann sehen wir mal hier unten, Change Parts, da kann ich wohl mein Auto ein bisschen aufmotzen. Repair Car, Research, wahrscheinlich für Freunde oder ähnlichem, keine Ahnung. Infos zu den Autos, eine Test Drive Version, also man kann das auch mal Probe fahren. Das Auto verkaufen und Set as a Favorite. Jo, so wie es aussieht. Entweder muss man sich die Autos nachher noch dazu kaufen oder es hat nur die zwei. Also einmal hier ein europäisches, so ein Trabi. Ein Racing-Trabi. Na, mit rechter Maustaste kann man hier gedrückt halten und drehen. Boah, sieht ziemlich lustig aus. Da draußen. Die Garage in den Bergen. Kann man noch ranzoomen? Ja, ein bisschen kann man ranzoomen. Okay, der Zoom-Effekt hält sich hier in Grenzen. Und hier die amerikanische Version. Hier so ein klassisches Muscle Car. Natürlich mit dem berühmten Adler. Jo, und bevor ich mir jetzt hier länger aufhalte, gehen wir doch einfach mal racen. Hier haben wir die Streckenauswahl, beziehungsweise die Auswahl der Modi. Einmal das Derby Stadium mit 24 Autos, also alle gegen alle, letzter Mann überlebt. Mit 12 Cars, dann Race Gravel, wird wohl ein normales Rennen sein mit 24, Race Tarmac. Gravel 12 Cars, Tarmac 12 Cars, Gravel 2 Cars. Practice gibt es auch noch von jedem. Also es gibt drei Rennmodi, beziehungsweise drei Strecken mit jeweils 24, 12 oder 2 Cars. Und halt noch der Trainingsmod. Hier unten die Fahrhilfen, Automatik, Traktionskontrolle, an die durchdrehende Reifen mäßig und ABS. Ich würde sagen, machen wir aus. Machen wir aus, dann ist es lustiger. Und wir probieren es gleich mal hier und starten das Rennen. Ja, jetzt muss ich umgreifen ein bisschen. Also so wie das hier auf dem Bildschirm auch aussieht, so fliegen die Teile nachher wirklich rum. Die Autos sehen nachher aus wie aus der Schrottpresse. Ist überhaupt eigentlich ein Wunder, dass man mit denen noch fahren kann. Hier die Arena. Rechts und links hätte hier so eine Halfpipe. Kann man versuchen, andere Leute hochzuschieben oder selber mal ein paar Tricks machen. In der Mitte eine Rampe.
Ah, Enter to Race. Okay, dann hauen wir mal rein jetzt. Los geht's! Schöner Motorsound. Und gleich mal ein verfehlt. So, und bam. Links unten das Schadensmodell. Ihr seht doch, die fliegen schon massig Teile rum. Bam, voll in die Seite rein. Der Motor ist schon critical gedamaged bei mir. Bam! So, und... So. Also die ganze Umgebung fliegt hier auch weg. Das würde mich gar nicht... Jetzt habe ich so einen Reifen auf dem Kopf. Mein Gummipolster. Da oben... Boah, Alter, wie fliegt denn der weg? Hui! Nein, nicht überschlagen, nicht überschlagen! Alter. Die Bremsen sind schon mal total im Arsch. Jetzt weiß ich leider nicht, wie ich hier... Die Rückwärtskamera war wohl auf... Ich hab Backspace was nicht mehr. Egal. So, jetzt mal kräftig Anlauf nehmen und da hinten in den Haufen reinhalten. Banzai! Bam! Einen Takedown habe ich schon mal. Ist schon mal nicht schlecht. Und ich bin im Arsch. Also ihr seht, krasses Schadensmodell. Und jetzt können wir hier noch den anderen Leuten zugucken. Enter Retry, also quasi Neustart und Exit Garage. Arg viele Takedowns wird man hier nicht hinkriegen, wenn man einfach selber quasi aus Zuckerwatte besteht und sofort tot ist. Oder halt außer Gefecht. Und jetzt warte ich einfach mal, bis die sich da alle... getroffen haben und ich ein bisschen Anlauf und halt dann von hinten rein. Boah, da hat seine Augen abgesehen. Du Sack! Mach dich vom Acker, Alter! Bam! Und grüßen werden natürlich. Bam! Alter, einen da oben zu erwischen und den dann weg zu katapultieren. Boah, da hinten geht einer. Uiuiui. Komm, den hol ich mir, den hol ich mir. Okay, jetzt war es vielleicht nicht so klug. Ah, mit R war, glaube ich, die Reset-Taste. Bam! Boah, den hat's gewickelt, ey. Also. Oh nein! Ich hab die Kameratante überfahren. Okay, mein. Linker. Mit den Reifen geht eh nichts mehr hier. Der ist jetzt quasi in mir drin. Meine linke vordere Seite ist quasi nicht mehr vorhanden. Ui, da fliegt er weg. Ui, 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 ui. Ach, schade. Hab ich nicht mehr gekriegt. So, jetzt nochmal Anlauf nehmen und irgendwo reinhalten. Der da. Mann, der brennt schon. Nein, nein, nein! Der Gelbe hätte noch gelebt, sieht er? Ich sehe meine linke Front gar nicht mehr, die ist glaube ich nicht mehr vorhanden. Aber fährt noch gut gerade, muss ich sagen. Komm, komm. Jawohl, den nehme ich mir mit. Scheiße, der ist schon kaputt. Die sind auch kaputt. Oh, jetzt stecke ich hier fest. Komm jetzt. Immer noch kein Takedown. Fährt da hinten raus rum? Nee, aber da kommt was. Knapp verfehlt. Komm jetzt. Ja, einer muss doch noch rumheizen hier. Nein! Noch vier Gegner sind im Rennen, aber... echt schwer, die zu treffen, ja. Sind die nicht so klug und verfolgen mich. Was macht der? Der fährt auch nur rückwärts wahrscheinlich, weil er vorne nichts mehr sieht. Hallo? Wo ist er denn? Wer lebt denn da jetzt noch? Die da hinten? Okay, einen habe ich weggemacht. Ich bin aber selber jetzt auch gleich im Arsch.
ist der Sack da. Und kaputt. Vierter Platz mit einem Takedown, also einen vollkommen zerstört. Ja, ist okay, von 24. Kann sich sehen lassen. Wir exen mal zur Garage. Muss man da auf die Taste X drücken? Ja, man drückt die Taste X, so wie es da unten steht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Multiplayer richtig Fun macht. Wenn man da einfach ein bisschen die Skills der anderen hat und nicht nur so eine plumpe KI. Jetzt machen wir hier mal so ein Rennen. Nehmen wir noch das, aber da nehme ich das jetzt mit an. Dass ich es einfach leichter fährt dann. Bevor ich da die ganze Zeit im Kreis rumrutsche. Ich hoffe, da kommen noch ein paar schicke, schnelle Autos oder vielleicht ein Pickup, wäre auch ganz cool. Bis jetzt sind es ja immer nur, sind ja nur zwei Fahrzeugmodelle. So, hier fliegt man die Rennstrecke ab. Mit idyllischer Musik durch die Natur. Los geht's. Und dann legt sich ein kleiner auf den Rücken. Geh weg! Man kann zwar versuchen, die anderen hier ein bisschen auszuschalten, aber dann passiert sowas. Schnell das R gedrückt. Aber man darf auch nicht vergessen, man ist ja selber auch verwundbar. Also man sollte sich da ein bisschen in Grenzen halten. So, mal einen wegschieben. Können wir ruhig mal machen, ne? Und dann selber auf die Gosch fallen. Toll, letzter Platz. Supi. Komm schon! So. Ein bisschen reindriften hier. Okay. Also ich komme näher, das ist schon mal nicht schlecht. Plopp. Reifen weggeschoben. Boah, da haut die ganze Mauer weg. Aber Mann! Ja, da haben die Streckenburschen hier einiges zu tun, ne? Oh, ich dachte, den krieg ich noch. Aber dafür hat er mich gekriegt. Oh, scheiße. Wie viele Runden? Immer noch die erste Runde. Da vorne. Hallo? Geh weg! Also auch hier Ideallinie fahren, wie bei jedem Rennspiel. Und nicht durchbrechen hier. Ein armer Tastatur, den leidet gerade wieder sehr. Boah, Tokyo Drift, Alter. DK Donkey Kong. So, jetzt bin ich schon 18er. Unter die ersten 10 komme ich vielleicht noch, wenn ich jetzt keinen Schluderbomber mache. Also viel mit dem Gras spielen hier. Und das bricht einfach weg und man liegt im Graben. Oder steckt in der Mauer drin. Was halt geil ist, die ganzen Objekte hier am Straßenrand. Eine Million Reifen hier. Jede einzelne Gummispur von den Reifen sieht man. Oh, der ist, glaube ich, im Arsch, so wie es aussieht. Der stand ja gerade eben schon da. Ein Duke kommt selten allein. Und ich komme mit Anlauf. Was noch fehlt, sind... Oder was cool wäre, sind Modelle der Fahrer. Aber ich weiß nicht, ob das ein Crash Dummy dann im Derby machbar ist, weil die werden ja dann ziemlich eingedellt. Da ist ja manchmal vorne gar nichts mehr vom Auto übrig. So, schön die Handbremse reingerauen. Mauerteile, Reifen, Autos. Aber schon Platz 15. Aber letzte Runde. Komm, die zwei hol ich mir noch.
nebenbei, oder? Ja, 14. Platz. Ja. Die Hälfte, ne? Ist jetzt nicht der Hit, aber... Und da sieht man den letzten noch hinterherfahren. Ja, das machen die ganz schön, ne? Und hier liegt halt alles auf der Straße. Beziehungsweise hier jetzt gar nicht mal so arg. Aber da wo es halt... Da ist ja dann eine kaputte Mauer. Ist schon ziemlich geil gemacht. Wir exen mal. Und... schauen uns nochmal den dritten Rennmodi an. Ob das jetzt auch so eine normale Rennstrecke ist. Ich nehme mal einen Trabi. Ein Trabant. Beziehungsweise, lasst mich mal jucken. Change Parts. Kann man da schon was machen? Tires. Armor Racing. Irgendwas. Ah, okay. Install. Okay. Es dauert ein bisschen, bis die da installiert werden. Boah, die sehen nice aus. Engine. Okay, also es kostet nicht wirklich Geld, glaube ich. Man kann es nur die Reifen und den Motor wechseln. Hauen wir hier doch auch mal ein bisschen was Gutes rein. Tires, Aero Racing Gravel, irgendwas. Die sehen nicht schlecht aus. Tarmac Tires. Ah, also... Die Reifen haben die Bezeichnung von den Rennstrecken. Man kann also quasi, wenn ich das richtig verstehe, für jede Rennstrecke einen Reifentyp wählen. Hat ja eh nur die zwei. Dann nehmen wir den mal mit 220 PS. Und dann fahren wir mal den Gravel. Was auch immer das ist. Ich denke, das ist auch so ein normales Rennen. Ein paar Rampen wären cool oder so. Oder was weiß ich, Feuerwände, die man durchbrechen kann. Aber ist er... Ah! Ein Matschrennen! Geil! Rallye! Das ist natürlich sehr nice. Jetzt fahre ich mal kurz mit der Kamera mit. Also hat schon ein bisschen was mit Jumps drin. Da hinten, oder? Also viel Platz zum nach rechts und links wegfliegen, auf jeden Fall. Aber so wirkliche Mega-Jumps sind jetzt nicht drin, oder? Da geht es ein bisschen runter, hier vielleicht ein kleiner. Lassen wir uns überraschen mit der Trobby. Oh, es geht schon los. Boah, der hat aber eine extrem schlechte Sicht über das Auto. Oh nein, 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 nein. Woo. Schleudertrauma. Ach, jetzt hau doch ab, du Penner. Also, das ist mal richtig schwer zu fahren. Boah, der dreht da nur noch durch, ja. Adler sollen fliegen. Bah! Alles geplant. Boah, das ist richtig hardcore hier. Der reißt eigentlich nur noch aus. Da hinten haut jemand hier, baut jemand die Ding ab. Ja, ich auch. Platsch. Wo fahr ich denn hin, verdammt? Ey, das hier will doch nicht. Dumme Trabantkacke hier. Da hängen schon die ersten total verschrottet. Man kann gar nicht geradeaus fahren hier. Alter! Ich glaube, der starke Motor war jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Ich glaube, der kommt damit nicht auf die Reihe, die ganze Kraft auch auf den Boden zu bringen. Ich glaube, ich werde bald überrundet. Nicht so der mega Rallye-erprobte Gamer. So, mit der Tastatur jetzt nicht unbedingt auch
optimal. Wo sind die denn alle? Kommt jetzt ein Mega-Jump. Nein, nicht in die Wildnis. Also ich sehe den nicht mehr, ich würde wohl keinen Platz mehr gut machen. Außer, da legt es nun mal so jemand auf die Fresse, dass er komplett ausfällt. Ups. Ich hab Haftpflicht, die zahlen das. Ja, ich kann mir vorstellen, im Multiplayer kriegt man hier schon mal gut und gerne einen Ausraster. Ich höre sie schon. Entweder komme ich nahe oder die kommen nahe, aber ich glaube die anderen schon. Leck mich im Arsch, Alter. Das ist schon heavy. Hui. Jetzt probiere ich das einmal. Oh, beziehungsweise, nee, wir lassen es jetzt. Wir machen hier mal Ende. Und probieren nächstes Mal einfach die Strecke mit diesem hier. Und die andere Strecke vielleicht mal mit dem hier. Und den Derby auch mit dem hier. Sollen wir mal kurz gucken. Car Repair brauchen wir eigentlich nicht. Ist auch noch nicht fertig. Also die ganzen Button, die hier drauf sind, die sind alle noch nicht verwendbar. Ist nur der hier verwendbar. Ja. Also Fazit muss ich sagen, ist nett. Ist gut gemacht bis jetzt für den Early Access. Wenn der Multiplayer kommt, hat es wahrscheinlich noch eine ganz andere Dimension. Also sie haben geschrieben, der Multiplayer ist für sie auf jeden Fall ein großes Ding. Werden sie auch bringen, aber es wird auch nicht der Singleplayer vernachlässigt. Also man kann sich wohl auf beides freuen. Und die ersten Changelogs sind schon raus und es ist noch gar nicht arg lang in Steam. Weiß nicht, einen Tag vielleicht. Also ich hoffe, die werden da weiter dran bauen und nicht so vernachlässigen wie manch anderes Spiel. Jo, das war ein erster Einblick von Next Car Game. Ja, so heißt es, glaube ich. Und wir freuen uns auf den Multiplayer, würde ich sagen, ne? Bis dann.